Ach, ist das schön. Erstmal hinsetzen. Ja, was ist das denn hier? So. Ja, so, dann mal die Ach, Freunde, ihr seid ja wieder schneller als der Blitz und der Schall. Da knarre ich mich doch mal ins Bild. Freunde, herzlich willkommen. Hier ist der liebe Robert Götz Matuszewski, euer heißer Draht hier in den Bundestag. Aber das sieht man ja. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte jetzt zuallervorderst mal einen herzlichen Dank an die liebe Andrea sagen. Andrea, du hast meiner lieben Martina ein Päckchen geschickt, extra aus Österreich. Martinachen und ich, wir bedanken uns. Das ist sehr großzügig und lieb von dir. Und danke, danke, danke. Und dann haben wir einen Ostergruß bekommen, etwas später als Ostern, von der lieben Angela. Hier, guckt euch das an, total süß. Danke für die Karte. Ja, wir haben einen Fachmann als Briefträger gehabt. Der hat sich gedacht, wir stellen einfach mal nicht zu hier im Bundestag. Aber dann hat es doch einer geschafft. Danke für die mehreren Versuche, uns das zuzusenden. Und jetzt geht's los. Ja, Herr Zelensky ist ein bisschen verunstimmt. Unser Führer aus der Ukraine, beste Demokrat aller Zeiten. Der ist verunstimmt und zwar hat die Presse durchgestochen, dass er nach Berlin kommt. Tut. Ja, Zelensky kommt nach Berlin. Ja, Überraschung, voilà, alhamdulillah. Ja, jetzt hat es die Presse allerdings schon veröffentlicht. Jetzt hat er gesagt, jetzt will ich aber eigentlich gar nicht kommen. Böse Zungen sagen, du kommst trotzdem, weil du willst ja Geld haben. Also bist du auch hier. Aber, und das finde ich auch gut, er ist bescheiden. Er denkt an die Soldaten und Soldatinnen, die an der Front verrecken, ja, im Schlamm, weil der Boden friert ja nicht mehr. Der taut langsam auf, ist jetzt alles Schlamm. Und ja, da kämpfen sie nun für die gute Sache, ja, für die gute Sache. Und er denkt sich, naja, wenn ich jetzt reise, dann muss ich natürlich auch ein bisschen Solidarität zeigen mit meinen Soldaten, die auch für mich kämpfen, ja. Und deswegen übernachte ich nicht irgendwie protzig, sondern ich gehe einfach in Berlin nur ins Ritz-Carlton. Ja, wo soll er denn sonst übernachten? Ritz-Carlton, angemessen, gut, bescheiden, eine bescheidene Herberge, Potsdamer Platz. Wir freuen uns auf Zelensky, schön, dass Sie kommen tun. Dann gab es eine Anfrage von Herrn Kubicki. Herr Kubicki hat mal gefragt, was haben eigentlich die einzelnen Maßnahmen so gebracht? Maske tragen und so weiter und so fort. Bundesregierung sagt, wissen wir nicht. Keine Ahnung, voilà, wir wissen es nicht. Ja? Irgendwie hat es ja was gebracht, aber wir wissen nicht, was die Masken zum Beispiel gebracht haben. Ja, schön. Trotzdem müssen wir alle ein Doppelpack Maske im Verbandskasten haben seit 1. April. Wenn ihr einen Verbandskasten habt, da müssen zwei Masken drin sein. Ja, sicher ist sicher. Böse Zungen sagen, was ist denn eigentlich los? Ja? Jahrelang gingen die Inzidenzzahlen immer weiter hoch, trotz Ausgangssperre. Und Abstandspflicht, ja, und Maskenpflicht und Hygieneregeln und trotzdem gingen die Zahlen immer weiter hoch. Konnte doch eigentlich gar nicht sein. Also wenn die Maske wirken würde, warum sind die Zahlen dann hochgegangen, ja? Und ganz böse Zungen sagen, man hat ja inzwischen festgestellt, dass die Stäbchen ja A, chemisch verseucht waren und sind und B, überhaupt keine Aussage hatten auf die Inzidenz. Ist festgestellt worden, Freunde. Alles russische Propaganda. Lasst euch bitte testen, lasst euch bitte impfen, bleibt bitte zu Hause und tragt die FFP2-Maske vierfach und einen Darmstrumpf drüber. Tipp von Anthony Fauci. Darmstrumpf ist nämlich der große Unterschied. Der strafft das Ganze noch so ein bisschen, ja. Es ist noch lange nicht vorbei, ja. Die nächste Pandemie wartet schon auf uns. Ja. Europäische Union hat gesagt, wir werden zukünftig Gasheizung komplett verbieten. Also ganz. Die werden ganz verboten. Das ist eine schöne Information, zumal ja die EU schon gesagt hat, ab 2037 sind Wärmepumpen verboten, weil da ist ein Kühlmittel drin, was schlecht für die Umwelt ist. Interessiert uns nicht. Wir bauen uns jetzt erstmal alle eine Wärmepumpe ein. Es kann so einfach sein. Ja, Olaf Scholz, unser Kanzler. Ich rufe ihn mal zu. Olaf Scholz. Scholz befiehlt. Wir folgen. Ja, guter Mann. Olaf Scholz. Der hat gesagt, ja, also wir müssen jetzt mal 2 Milliarden Euro in einen Umweltfonds packen. Ja, schön, 2 Milliarden in einen Umweltfonds, was auch immer das ist. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, warum packst du die 2 Milliarden nicht mal da hin, wo es gebraucht wird? Zum Beispiel da, wo die Rentner und Rentnerinnen in Flaschen sammeln. Nein, nein, wir brauchen ja die Flaschensammler, denn die müssen das ja versteuern. Ja. Und ganz böse Zungen sagen, ihr habt 970 Milliarden Euro, ja, aus der Rentenkasse geklaut in den letzten Jahrzehnten. 970 Milliarden, ja, fast 1 Billion Euro aus der Rentenkasse geklaut. Ja. Und wie wäre es denn mal, wenn ihr die Rentenkasse wieder auffüllen würdet? Ja. Oder ihr ballert 27 Milliarden für unsere Gäste dieses Jahr. 27 Milliarden für unsere Gäste raus. Ja. Wie wäre es denn mal, wenn ihr das mal ein bisschen reduzieren würdet, euch mal um unsere eigenen Leute kümmern würdet? Nein! Nein, um die haben wir uns lange genug gekümmert, ja. Die waren gut genug, um Steuern zu zahlen, das Land aufzubauen. Jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt ist aber auch mal gut, ja. Und der Klimafonds ist gut. Dann war ja Klimakleber, waren ja richtig schick angezogen, ja. Waren ja bei unserem Verkehrsminister, FDP, guter Mann. Und haben ihm gesagt, hier, wir fordern, 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 ja. Und er hat gesagt, jawohl, 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 wir treffen uns bald nochmal, dann sprechen wir mit euch, wie wir die Forderung umsetzen. Böse Zungen sagen, er hätte ihnen mal erklären sollen, dass in der Luft nur 0,5
0,04% CO2 ist und das auch vor 150 Jahren nur 0,04% in der Luft waren. Kann man nachlesen, ja. Da haben ja böse Zungen gesagt, Moment mal, wenn sich das in 150 Jahren nicht verändert hat, wo ist denn dann das Problem? Ja, da haben die Experten gesagt, vor 150 Jahren konnte man gar nicht so genau messen, ja. Das war in Wirklichkeit wesentlich weniger CO2 in der Luft. Ja, böse Zungen sagen, ja Moment, wenn man nicht genau messen konnte, hätte man vielleicht auch in die andere Richtung nicht genau gemessen. Vielleicht waren ja auch vor 150 Jahren 0,05 oder 0,06 oder 0,09% in der Luft und es ist weniger geworden. Also ich meine, wenn man nicht genau messen kann, kann man ja beide Richtungen nicht genau messen. Aber gut, alles Murks, alles Lüge. Ebenso wie diese böse Lüge, die von der AfD verbreitet wird, von diesem bösen rechtsstaatlichen, auf dem rechten Weg befindlichen Carsten Hilse, der im Bundestag gesagt hat, selbst wenn die Angaben der Grünen und Fridays for Future und Lost Generation und Extinction Rebellion, wenn diese Angaben, diese Klimamodelle stimmen würden, Stichwort Klimaerwärmung, ja, Temperaturanstieg, ja, dann wäre es so, dass wenn Deutschland nicht mehr da wäre, also keiner mehr atmen würde, keiner mehr reisen würde, keiner mehr Auto fahren würde, keiner mehr rauchen würde, keiner mehr Fleisch essen würde, keiner mehr produzieren würde, wenn Deutschland weg wäre, dann würde sich die Temperatur um 0,00004561 Grad, so ungefähr, verringern. Also gar nicht. Ja, Freunde, auch das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Wir vertreten die Klimajünger, die Klimasekte, die Klimareligion. Wir sind dafür. Wir sind alle, die Corona leugnen und wir sind gegen alle, die CO2 leugnen. Diese CO2-Leugner, also fürchterlich. Übrigens gibt es ein Denkmal, das ist errichtet worden für die Opfer der Corona-Pandemie. Ja. Und jetzt hat ein CDU-Politiker gesagt, der Bürgermeister, das Ding muss weg. Und die linke Jugend hat schon gesagt, wir nehmen Vorschlaghämmer und hauen das Ding weg. Wirklich wahr, im besten Bundland aller Zeiten. Es gibt doch keine Opfer. Okay, ein paar hunderttausend mit schwersten Nebenwirkungen. Gut, walla, alhamdulillah, ein paar zehntausend Tote. Ja, aber Gott, das hat doch mit der Spritzung nichts zu tun. Ja, also gar nichts. Ja, das ist alles üble russische Propaganda. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Ja, die ukrainische Offensive hat übrigens begonnen. Wir haben schon mal angefangen. Ich sage jetzt mal wir. Zwei Drohnen auf den Kreml loszuschicken, ja, der Kreml hat sie abgeschossen, ist niemand verletzt worden, ist nichts passiert, auch nichts kaputt gegangen. Herr Zelensky hat schon gesagt, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, keine Ahnung, aber die Offensive geht los, ja, es geht voran, es geht voran. Und heute hat Martin Sellner, oh, den Namen darf ich gar nicht sagen, ah, der böse Martin Sellner, einen Prozess in Österreich, ja, wegen Volksverhetzung, weil er hat mich davor gewarnt, vor Flüchtlingsheimen, hat gesagt, gefährlich, das stimmt natürlich gar nicht, nein, es ist total sicher. Apropos sichere Flüchtlingsheime, in Berlin gab es gestern eine kleine Unstimmigkeit, da hat ein Mann, ja, der hat zwei Schulmädchen niedergestochen. Eine kämpft mit dem Leben. Die Blödzeitung berichtet, die anderen Kinder sind alle traumatisiert, das werden sie ihr Leben lang nicht vergessen. Der Täter ist bekannt, es ist ein 39-jähriger Erwachsener. Hat die Bild-Zeitung geschrieben. Es ist ein 39-jähriger Erwachsener. Gut, dass man da dazu sagt beim Alter. Sonst wären wir gar nicht drauf gekommen, dass er schon erwachsen ist. Man merkt es noch gar nicht, oder? Claudia Schmidt, ich danke dir von Herzen. Und ich blätter mal nach, ob ich noch zwei, drei... Das war alles aus dem Kopf eben, oder? Gar nicht so schlecht, oder? Ich lese gerade, Zwicky ist krank. Zwicky hat es mit dem Rücken. Lieber Zwicky, werd schnell wieder gesund. Wir brauchen dich, denn wir halten zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Und Zwicky, deine Tatkraft wird gebraucht. Also gute Besserung mit deinem Rücken. Wer wüsste es besser als ich mit dem Rücken? Hatte ich schon oft Rücken, wie ihr wisst. Bei mir ist jetzt gerade alles okay, halbwegs. Der eine Muskel, der zwickt ein wenig, aber egal. Gute Besserung, Zwicky, und gute Besserung an alle, die gerade krank sind. Ja, von Herzen. Und ich möchte mich mal ganz, ganz herzlich bei Erich Kastenmeier bedanken. Dann habe ich noch einen Dank abzusenden an Reinhard Klein. Danke, lieber Reinhard. Liebe Sabine Brüggemann. Ich danke dir von Herzen und Oliver Bröck, danke, danke, danke. Und lieber Ralf Sandmann, danke von Herzen. Und dann kommt was Schönes hier. Intimer Kontakt mit Gespritzten bringt Risiken. Dr. McCulloch, der berühmte Arzt und Covid-Kritiker, sagt, oh, das kann ich hier nicht vorlesen, das lese ich lieber auf YouTube vor. Es gibt Sachen, da halte ich mich noch zurück. Kommt bitte auf YouTube, Link hängt hier drunter. Da bin ich Mensch, da kann ich sein, da kommt der Hauptwaschgang hinein. So, Carlo Monte schreibt mir hier, unglaublich, mit welchem Schub du täglich rüberkommst. Wo ladest du eigentlich deine Batterien auf? Carlo, vielen Dank für deine Frage und deinen Kommentar. Schub ist wichtig. Den Schub kriege ich von euch, liebe Zuschauer. Dank eurer Daumen hoch, dank eurer Kommentare habe ich Schub. Und vor allen Dingen dank meiner lieben Frau Martina und dank meines Gottvertrauens. Und übrigens auch dank meiner lieben Unterstützer. Danke. Ihr gebt mir Schub und Motivation.
Und dann schreibt hier Ute Behrendt, lieber Shadow Götz, wir warten schon immer auf dich und deine Videos, als wären wir auf einem Floß ohne Steuer und Orientierung und du bist unser politischer Leuchtturm, damit wir das Ufer wieder sehen können. Danke, du liebes Wesen. Danke, liebe Ute von Herzen. Ja, dann haben wir hier Daniela Melinda Grünklee, hat einen Todesfall in der Familie. Ich sage mein herzlichstes Beileid. Unsere große Gemeinde schickt dir Kraft und gute Energie. Und das Gleiche gilt für alle, die gerade einen Todesfall haben. Bettina Merz, Grüße gehen raus. Und dann hier, Claudia Roth verlangt lückenlose Aufklärung im Fall Till Schweiger. Was ist passiert? Till Schweiger hat ja Robert Habeck negativ kritisiert. Gefällt uns gar nicht, Till Schweiger schlecht. Aber ich habe Till Schweiger schon resozialisiert. Der hat sich nämlich zu den Corona-Maßnahmen geäußert vor etwa 2 Jahren. Und dieses kleine, kurze 50-Sekunden-Video, das müsst ihr euch ansehen. Bitte tut es. Bitte, 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 bitte. Ich habe es euch vorgespielt auf YouTube, aber ihr könnt es auch einsehen und teilen auf Telegram. Da habe ich es nämlich hochgeladen, ja. Till Schweiger, guter Mann, ja. Und Claudia Roth verlangt lückenlose Aufklärung im Fall Till Schweiger. Böse Zungen sagen, Frau Roth, wie wäre es denn mal, wenn Sie lückenlose Aufklärung bei der Sprengung von Nord Stream 1 und 2 verlangen würden? Oder bei dem Greichen-Clan, ja, bei den mafiösen Strukturen, bei den Grünen. Aber nein, böse Zungen, alles böse Zungen. Markus Schmidt schreibt, es war wieder eine tolle DÜ, kurzweilig, informativ, unterhaltsam. Ihr seid einfach großartig. Markus Schmidt meint, die DÜ Digitaler Chronist und Claudius Fabich, hier dieser eine Buchautor. Leider alle beide auf dem rechten Weg und rechtsstaatlich. Der Link übrigens zu der DÜ, den habt ihr bei mir auf Telegram. Und dann haben wir was Schönes, Freunde, Presseball Berlin. Graf Dracula Junior mit seinem elfengleichen Wesen, seiner Freundin. Hier zwei ganz tolle Menschen, sympathisch, eloquent, gut aussehend, liebevoll. Ja, schaut selbst. Ist das schön. Ich freue mich. Ach, die frisch Verliebten. Herrlich. Da weiß man genau, wer die Hosen anhat bei dem Pärchen. In diesem Falle das Zelt. Gut. Die frühere 100-Meter-Weltmeisterin Tori Brody ist plötzlich und überraschend im Alter von 32 Jahren gestorben. Beileid an die Angehörigen. Dann lädt hier eine Drag Queen und ein Drag King Kinder ab 4 Jahre zu einer Drag Show ein. Näheres dazu auf YouTube. Und letzte Nachricht: Rudolf Scholl sagt, er fordert einen Mentalitätswechsel. Ja, böse Zungen sagen, Herr Scholl. Wir alle fordern einen Mentalitätswechsel zu mehr Empathie, zu mehr Herzlichkeit, zu mehr Mitmenschlichkeit. Ja, da kriege ich Wortfindungsstörung bei Mitmenschlichkeit und Rudolf Scholl in einem Satz. Wir fordern von Herrn Scholl, ja, dass er einen Mentalitätswandel vor sich nimmt, aber gut, okay. Dann haben wir hier Rangliste der Pressefreiheit. Bundland an Platz. Was ist das denn hier mit dem Husten? An Platz 21. Naja, gut, okay, Pressefreiheit, das sind so Worte. Letzte Nachricht. Drohnenangriff auf Treibstoffdepot in Krasador. Öltank in Flammen. Ja, gut, okay, das war aber auch nur so ein kleiner Einzelfall. Also, das kann man nicht als Terror bezeichnen. Reinhard und Sabine Friedrich, ich danke euch. Und ich möchte mal einen lieben Gruß an Meister 1964 absetzen. Die GEZ-Gebühr verstößt laut der Juristin Michael gegen das gegen unsere Verfassung, gegen das Grundgesetz. Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Oh, weia, was ist denn los? Dann beschwert sich Herr Lavrov über die UNO, darüber reden wir gar nicht. Und hier schreibt einer, die Chaoten setzen sich auf die Straße und die Polizei sieht Ewigkeiten daneben zu und macht nichts. Zu Corona-Zeiten wurde doch auch knallhart durchgegriffen. Alte Regel. Das eine ist das eine und das andere ist das andere. Ich habe einen Knaller aus Österreich. An der Stelle Grüße an meine österreichischen Zuschauer. Ganz liebe Grüße an euch. Und zwar hat der österreichische Gesundheitsminister nicht von schwangeren Frauen gesprochen, sondern er spricht von schwangeren Personen. Übrigens mal darauf achten, ja, überall wird nicht von Menschen gesprochen, sondern von Personen. Ja, schön, gefällt mir. Die Polizei entzieht einer muslimischen Familie ihr Kind, weil in der Familie wurde gegen LGBTQ geredet. Das gefällt uns gar nicht. Und Studierende, also nicht Studenten, nein, Studierende, ja, die studieren immer. Die studieren, wenn sie auf dem Klo sind, die studieren, wenn sie im Kino sind, die studieren beim Sex, wahrscheinlich irgendwelche Praktiken. Aber hier, am Dienstag haben Studierende einen Hörsaal der LMU in der Schellingstraße
besetzt. Neben klimapolitischen Forderungen richtete sich der Protest auch direkt an die Universität und ihren Präsidenten. Mittlerweile ist die Besetzung wieder vorbei. Freunde, ich finde das toll, wenn Studierende sich für die linke und linksstaatliche und zivilcourageliche Sache einsetzen. Ja, toll, gefällt mir gut. Ich habe gleich noch eine kleine Bonusnachricht, aber zuvor das möchte ich euch danken, dass ihr überhaupt immer wieder meine Videos schaut. Ihr seid das Salz in der Suppe, ihr seid der Dünger für meinen Kanal. Schaut nach, ob euer Abo noch da ist. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt und bis jetzt geguckt habt, dann abonniert den Kanal. Vielen Dank dafür und gebt mir einen Daumen hoch. Ich lese eure Kommentare, gebt mir einen schönen Kommentar. Und Freunde, wenn ihr meine Arbeit wertschätzt, sie lebt von eurer Unterstützung. Danke, liebe Unterstützer. Schön, dass es euch gibt. Es grüßt euch Bruno, Kevin, Jerome und meine liebe Frau Martina. Und Martina dankt auch allen, die ihren Kanal endlos frei auf Telegram, Getter und Facebook besuchen und sich da motivieren lassen, Ernährungstipps geben lassen und süße, tolle, kleine Filme anschauen. Ja, sie freut sich über jeden Abonnementen und Kommentar. Punkt, aus, Ende. Schön, haben wir das geklärt. Ihr bleibt einfach mal munter und voller Tatkraft, standhaft und wir halten zusammen. Und die wichtigste Frage ist noch, wird alles gut? Dann spricht das oben zu uns. Und da werden wir mal fragen. Aha. Thank you, ladies and gentlemen. Aha. Es wird alles gut. Da oben hat zu uns gesprochen. Es gibt zu dieser Schatulle einen Schlüssel und der fällt immer wieder raus. Das ist dieser kleine Schlüssel, der passt zu meiner Mütze. Jetzt kommt gerade Martina rein, ihr werdet es nicht glauben. Dazu ist der Schlüssel und den mache ich jetzt da rein. Also, wenn Herr Presley sagt, es ist alles gut, dann ist alles gut. Auf Herrn Presley kann man sich verlassen. Ja, und ich knarre mich nochmal ins Bild. Knarren gegen Putin. Jetzt kommt die Bonusnachricht. Die bösen Russen haben schon über 450 Panzer der lieben Ukrainer in diesem Jahr zerstört. Das gefällt uns gar nicht. Ein Grund mehr, dass wir noch mehr Panzer senden. Ich sage mal eins, Krieg beenden, Panzer senden. Frieden schaffen geht nur mit Waffen. Es ist so. Ja? Wenn ihr die Möglichkeit habt, unterstützt die Regierung, unterstützt Herrn Scholl, unterstützt Annalena Baerbock und vor allen Dingen auch Claudia Roth, ja, 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 die lückenlose Aufklärung bei den unwesentlichen Dingen bei den wesentlichen Dingen fordert und unterstützt vor allen Dingen auch mal den Karl Lauterbach und unterstützt einfach mal auch unseren Herrn Präsident Steinmeier, unterstützt ihn und schreibt mal eine liebe Postkarte an den Christian Lindner, der soll auch nicht vergessen werden. Der ist gerade traurig, weil er überall aus den Landesparlamenten fliegt. Schade, ja. In diesem Sinne, Freunde, immer dran denken, vorwärts immer, rückwärts nimmer und den Kommunismus und seinen Lauf, den halten weder Ochs noch Esel auf. Martina, wenn du schon mal hier bist, willst du auch was sagen? Jetzt ist sie weg. Eben war sie noch hier. Aber ist egal. Sie ist da, wirklich, ja. Aber manchmal ist sie nicht da. Aber sie ist da, ja, egal. Sie will auch was sagen. Also sie hätte gesagt, sie hat euch lieb. Das sag ich jetzt. Wir haben euch lieb, Martina und ich. Und Freunde, auf in den Abend, in die Nacht, wann immer ihr dieses Video seht. Wenn ihr übrigens letzte Nacht nicht schlafen konntet, es lag am Vollmond. Ja, Martina konnte nicht schlafen. Die lag neben mir und konnte nicht schlafen. Ich habe gut geschlafen. Weil wenn Martina neben mir liegt, kann ich immer gut schlafen. Hab euch lieb. Tschüss, Freunde. Tschüss, Kids.